Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Baldur's Gate 3. Wir sind hier gerade im Kloster Frau Melissengeister, wie heißt denn das? Kloster Rosenmorgue, ja, sage ich doch. Hier haben wir noch nach diesen Zeremoniewaffen gesucht, haben, ich glaube, bis jetzt drei. Die vierte fehlt noch. Und wollten jetzt einmal zu den Gefjenki unten in die Krippe und mal schauen, was die da so für Unfug treiben. Und was es überhaupt da unten mit den Gefjenki auf sich hat und was die da überhaupt im Allgemeinen so machen. Wir haben das gesamte Kloster ja eigentlich, wenn wir ehrlich sind, durchsucht. Hier ist die Krippe Illek. Da wollen wir ja auch hin. Wieso ist denn da die Krippe? War das nicht dieses zur Tor? Ich und meine Orientierung, das wird sowieso nie etwas. Da. Wir schauen einfach mal, dass wir da jetzt hinkommen, langsam aber sicher. Ansonsten könnte man nur mit dem Kopf schütteln. Aber wir schaffen das. In den letzten Folgen, ich glaube in den letzten zwei Folgen, habe ich ein bisschen mit dem Ton nochmal rumgespielt. Ich bin mit meinem Ton aktuell noch sehr, sehr unzufrieden. Habe gehofft, dass das Ganze vielleicht jetzt mal ein bisschen verbessert hat. Ich hoffe, es ist jetzt angenehmer für die Ohren. Und wenn nicht, naja, dann halt nicht, ne? Dann kann ich es auch nicht ändern. Aber ich hoffe, dass es geklappt hat. So. Wie kommen wir denn nochmal hier runter? Wo war denn hier dieses blöde Gestrüpp zum Runterklettern? Das ist kein Gestrüpp zum Runterklettern. Da sind wir hergekommen. Hier waren die Adelehre. Und ich meine, hier sind wir doch hochgeklettert, ne? Ja. Gefunden. Hervorragend. Da ist einmal eine offene Kiste. Ich hoffe, dass wir die letzte Zeremonienwaffe dann noch unten finden im Keller, da wo die Gefjenki ihre Krippe aufgebaut haben. Weil hier oben, bin ich der Meinung, haben wir wirklich jetzt alles durchsucht. Und solange die Waffe nicht hier in so einem scheiß Fass drin ist, das ich jetzt natürlich nicht mitnehmen will, werfen. Geh mal weg, du altes blödes Fass. Der gute Wein, aber naja. Wir gehen weiter. Wir haben hier, glaube ich, so gut nichts mehr verloren. Was? Wenn ich jetzt rein zufällig an den Raum mit den Zeremonienwaffen vorbeikommen sollte, da wollen wir nicht rein. Was ist das denn für eine Barrikade? Ach, da konnten wir rausklettern. Wenn wir jetzt schon mal hier sind, damit es komplett ist, machen wir die natürlich auch noch kaputt. Los, geh da hin. Und hau drauf. Hau drauf. Haust du da jetzt mal bitte drauf? Zielpunkt nicht erreichbar. Wieso? Ich gebe dir gleich nicht erreichbar. Der ist ja sowas von erreichbar. Einmal Holz fällen. So, einmal rüberspringen. Mitkommen, Leute. Bitte, bitte, bitte. Eins, zwei, drei. Ich habe nichts gemacht. Ich habe nicht gepatcht. Die sind von ganz alleine gesprungen. Ich freue mich sehr, dass die anscheinend doch springen können. Ja, sehr gut. Es funktioniert. Zumindest jetzt zwei Sprünge lang. Die Tür haben wir uns nämlich aufgemacht. Genau. Und da gehen wir jetzt durch. Und da ist auch der Keller. Und in diesen gehen wir rein. Und wenn es das Letzte ist, was wir tun. Ich weiß allerdings noch nicht, was wir mit den Gefjenki machen und welche Optionen wir haben. Könntest du da bitte einfach durchlaufen, anstatt rumzuweinen, dass die verschlossen ist? Ich weiß nicht, welche Option wir mit den Gefjenki haben. Anschließend tue ich mich denen allerdings äußerst ungern, weil ich einfach kein großer Fan von den Gefjenki und ihrem religiösen komischen Scheiß bin. Und vor allem finde ich die Göttin von denen sehr eigenartig. Nennen wir es eigenartig. So. Da mal rein in die gute Stube, Klosterkeller. Voss war der uns töten wollte, weil der das Artefakt sucht und... Okay. State your purpose quickly. Stand down, Gish. Is it not Vlakith's command to welcome her, Faithful? I expected no visitors, Faithful or otherwise. Why have you come? Sollen wir Lazelle antworten?
erlauben zu antworten oder sollen wir antworten? Wir lassen Lazel antworten und hoffen mal, dass sie nichts Falsches sagt. We seek the Sathisk. Show me the way. You are infected. A Geek-Thrall is something to eradicate, not reason with. The faithful may be purified. This is Vlakith's protocol. Fine. Let the Gustil carry out your fate. Report to the infirmary at once. And step carefully. Kreshielak watches you. Es war das letzte Mal, dass wir Lazel haben reden lassen, weil, ganz ehrlich, die ist genauso wenig willkommen wie wir. You may proceed. Ja, dadurch bringt uns das rein gar nichts. Willst du uns auch nochmal sagen? Stop meddling where you aren't wanted, Istik. Komm. Seht ihr, das sind alles Idioten. Keiner mag die. Ach, halt die Klappe. I heard they're making us join the patrol soon. The search must be going badly. Hush. What if they don't find the weapon? Do we even know it? An Istik? But you can't be here. I can't be seen with you. The Chakrai. Quanirel. The Inquisition have more to worry about than who you talk to in the corridors. Ich gehöre zur Inquisition. Worüber habt ihr geschwätzt? Raus damit jetzt. Oder warum ist die Inquisition hier? Raus damit, sonst prügel ich es euch raus. Aus euch heraus, meine Güte. Das machen wir. Wie gesagt, ich will hier gar nicht willkommen sein. Wir sind eh alle unhöflich, also können wir auch ein bisschen rumlügen. Die Inquisition ist hier auf Queen Vlakith's Orders. Sie suchen nach einem Weapon, das endlich den Geek zerstören kann. Quanirel? Keep your mouth shut. You're going to get us in deep, Skva. Ihr klingt, als fürchtet ihr die Inquisition. Warum ist das denn so? They're the darkness at the edge of Queen Blackett's light. It's easy to get lost in their shadow. When they find the weapon, they'll go. And things here can be normal again. Verstehe. Gut, dann gehen wir einmal weiter. Wir können geradeaus, wir können rechts, wir können links. Rechts ist ein Wegpunkt. Ich respektiere die nicht. Plünderin Anurak. Das soll mal nicht ihr Problem sein, das ist ganz allein unser Problem. Was haben wir hier rechts? Ist das eine Händlerin? Hallo? The captain has little patience for your kind. You'd better not waste her time. Mhm. Das interessiert mich relativ wenig. Blood, rust, squaw? Is there no odious substance not smeared on this delivery? I'd heard this plane was disgusting, but I didn't think it would be like this. Was hatten die denn sich vorgestellt? Was suchen die wohl hier? Hier muss ja was Wertvolles sein, oder? Most metals here fold like istics, much like istics themselves. But if you're so keen to extol their virtues, you can pay accordingly. Nö. Nanu? Das ist ja plötzlich viel größer. Das war doch vorhin noch nicht so. Ich hatte vorhin schon aufgenommen, die letzte Folge, und habe 2 Stunden Pause gemacht und... Hä? Ah. So kenne ich's. So nicht. So ja. So nicht. So ja. So nicht. So ja. Okay. Dann fangen wir mal an. Hier, hier, hier. Und bitte. Und das. Und jenes. Und welches. Nimm doch bitte den Dolch, nimm doch bitte den Dolch. Hier, Kurzschwerter, Dolche. Ich mach Doppelklick. Geht schneller. Aber hier rostige Sachen haben wir auch noch. Die sind leider nichts mehr wert. Wo ist denn der Zeremonienkriegshammer? Den kriegen die natürlich nicht. Keine Sorge. Das war's dann auch schon wieder mit unseren Sachen. Hier, verrottete Sachen könnt ihr gerne haben. Dann haben wir hier noch ein paar Steinchen und ein bisschen Silber für die Dame.
Und ein paar Knochen und noch ein Gerippe, weil ich habe gehört, Gefjenki stehen auf Gerippe. Und eine Kerze. Da könnt ihr euch eine Kerze anmachen in eurem so dunklen Dasein. Jetzt gib mir bitte Gold dafür, nämlich 305. Was hast du denn noch so? Handschuhe der Geschicklichkeit. Der Geschicklichkeitswert des Trägers wird auf 18 erhöht. Liegt der Wert bereits darüber, so hat die Verzauberung keine Wirkung. Also die kaufen wir auf jeden Fall, aber ich will mal... Kann ich sehen, wie viel Geschicklichkeit ich habe? Ich will die haben. Gib her. So. Messer des Unterbergkönigs, nö. Der Träger erhält einen Bonus von plus 1 auf Zauberangriffswürfe. Waghalsige Nähe. Deine Zauberfernkampfangriffe werden als Zaubernahkampfangriffe ausgeübt, wenn du dich neben einer feindlich gesinnten Kreatur befindest. Dieser Effekt kann nicht ausgeschalten werden. Wenn der Träger ein Zauber wirkt, der Konzentration verlangt, erhält er 8 temporäre Trefferpunkte. Das wäre ja eigentlich rein theoretisch gar nicht mal so scheiße für Shadowheart, ne? Verkaufst du zufällig so eine scheiß Zeremoniewaffe? Hast du die gefunden? Nee. Okay, die Handschuhe möchte ich aber gerne haben. Was machen denn unsere Handschuhe? Okay. Das ist ja gar nicht mal so wichtig, das heißt... Wir gucken gleich mal kurz, wie viel Geschicklichkeit wir haben. Kalak. Hol uns mal unser Gold zurück. Durch, durch, Bogen, Bogen, Fackel, Fackel. So. Was haben wir denn hier noch? Ein Gefjenki-Langschwert. Ich fürchte, da kriegen wir gleich noch ein paar von. Ich glaube nicht, dass wir hier heile aus dieser schönen Krippe rauskommen. Hier ist noch ein Silberbarren und das... Und dann kannst du das auch einmal abgeben. Vielen lieben Dank. Shadowheart hat nichts. Nur ein Zeremonienstreitkolben. Zeremonienkriegshammer. Wo kommt der her? Gut, wir müssen gleich nochmal aus der Krippe raus. Das wusste ich nicht. Bitteschön. So. Ja, mache ich. Ich habe irgendwo diesen blöden Streitkolben her. Das möchte ich gerne vorher machen, bevor wir weitergehen. Tut mir wirklich leid. Wir haben 12 Geschicklichkeit. Das heißt, ab jetzt haben wir 18. Und dann kann Kalak doch eigentlich die haben. Naja, bitteschön. Oh. Wir haben ein Level-Up? Wo war ich denn in letzter Zeit? Mir ist das alles überhaupt nicht aufgefallen. Paladin Stufe Level 7. Paladin Stufe 7. Das Level hätte ich mir schenken können. Zauber vorbereiten. Können wir überlegen, ob wir was anderes mitnehmen wollen. Aber ich glaube eigentlich nicht. Nee. Nö. Nö, nö. Das sieht alles gut aus. Nö, brauchen wir nicht. Gut. Dann hat sich das hier schon erledigt bei uns. Ach, jetzt gehen wir automatisch auch alle durch. Nett. Shadowheart hat ein Klassenmerkmal bekommen, nämlich einen Zauberplatz auf Stufe 4. Hat Stufe 4 Zauber bekommen, Bewegungsfreiheit, Hüter des Glaubens, Todesschutz und Verbannung und die Dämonzauberlist. Dimensionstür teleportiert dich und höchstens einen Verbündeten an eine Stelle, die du sehen kannst. Der Verbündete darf höchstens mittelgroß sein und wir können Kreaturen in Schafe verwandeln. Ich hätte gerne den Hüter. Aber was fliegt dafür raus? Wunde verursachen benutzen wir. Totbeleben haben wir noch nicht benutzt, machen wir aber vielleicht irgendwann. Schutzgeister, Hüter des Glaubens, Leuchtfeuer der Hoffnung. Dann machen wir Stille weg und den Hüter des Glaubens rein. Und ich glaube, dann belassen wir es auch dabei. Dann schauen wir uns einfach mal noch die anderen Sachen an. Kalak hat ein neues Klassenmerkmal, nämlich wir können das Tierherz aktualisieren. Und sie hat jetzt den wilden Instinkt. Was ist das?
Du hast deine Instinkte aufs Äußerste geschärft, du erhältst einen Bonus von plus 3 auf Initiative und kannst nicht überrascht werden. Gut. Weil Level 7 scheint ein sehr unbedeutendes Level zu sein, wo man nicht großartig was machen kann. Aber ist ja auch gar nicht schlimm. Sie hat zwei Manöver. Okay, sie kann anscheinend doch was machen. Stoßangriff wäre Verbrauch einen Überlegenheitswürfel, um einen Angriff auszuführen, der zusätzlich 1 der 8 Schaden bewirkt und das Ziel möglicherweise zurückstößt. Der fällende Angriff macht so, dass das Ziel liegend ist. Verbündeten anweisen, provozierender Angriff. Du kannst Angriffen ausweichen, indem du Gegner bei Nahkampfangriffen gegen dich eine Runde lang im Nachteil sein lässt. Warum nicht? Das klingt doch gut. Verbrauch an Überlegenheit? Nö, provozierender Angriff. Damit könnten wir quasi spotten. Und Präzision klingt doch eigentlich gar nicht schlecht. So. Shadowheart. Das hättest du mir sagen können, dass du den hast. Dann müssen wir leider kurz noch, wie gesagt, noch einmal aus dieser Krippe raus. Wir können auch einfach schnell den Wegpunkt benutzen. Dann müssen wir nicht den weiten, weiten Weg laufen. Die Holzbretter, die feiern wieder. Wir können hochklettern. Wir können aber auch über das Tor, glaube ich, reingehen. Es dürfte jetzt ziemlich aufs selbe hinauskommen. Und wir springen da. Wir gehen den Weg, den wir letztens auch gegangen sind. Wir springen hier rein. Ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass das klappt und die alle mitkommen. Jawohl, sehr schön. Dann hier hoch. Dann bin ich mal gespannt, was passiert, wenn wir die Sachen auf die Altare, doch, ist ein Altar legen. Alle da? Jawohl, weiter geht's. Einmal hier rüber. Dann einmal hier hoch. Ich gehe jetzt einfach davon aus, dass die wirklich immer wieder springen. Vielleicht war es voll wirklich einfach, als ich das Spiel gestartet habe, ein Bug. Dann einmal hier geht's weiter. Jawohl, ja, und perfekt. Dann biegen wir hier links ab und dann war das doch auch schon hier, ne? Jawohl. So, wer war der mit dem Streitkolben? Oder mit dem Hammer? Könnte ja beides sein. Moment, welches Symbol sieht so aus? Nicht, dass der mir das wieder an den Kopf wirft. Ja, das sieht aus wie das hier. Bitte schön. Und dann haben wir hier noch das gute Stück. Bitteschön. Gleißen des Morgenfürsten. Ah, das ist aufgegangen. Wer muss schon eine 20 würfeln? Ne, eine 30, ne? Kein Mensch. Wir haben Nachrichten an den nächsten Dämmermeister. Das hab jetzt wir. An den nächsten Dämmermeister. Ich glaube nicht, dass wir dies überleben, aber das Blut ist gesichert. Wir haben es mit Magie versiegelt. Nur jemand von uns kann es nehmen. Sollte es jemand anders versuchen, werden die Wände einstürzen und niemand lebendig hier rauskommen. Sollte dies geschehen, dann betet für Kloster Rosenborg, aber trauert nicht. Es ist besser so. Im Tod entspringt neues Leben. Immer da. Dann haben wir hier noch diese komische, was ist das? Wappen des Dämmermeisters. Ab jetzt sind wir der nächste Dämmermeister. Finde ich gut. Können wir uns das einmal angucken. Findet die Gefjenki-Krippe. Aber wir sollen zur Krankenstation. Entdeckt die Geheimnisse des Artefakts. Eine Wache in der Gefjenki-Krippe hat uns gesagt, wir sollten uns bei der Anführerin melden. Das machen wir hier. Findet das Blut von Defender. Da wollte ich hin. Wir haben ein merkwürdig geformtes Wappen gefunden, das einem hohen Priester Lethendas gehörte. Ob es uns helfen kann, das Blut von Lethendas zu finden? Vielleicht. Müssen wir das anziehen? Ist das ein Ring oder ist das einfach nur... Nee, ist einfach nur ein Item. Und dann nochmal hier. Aber hier können wir das nicht wirklich etwas machen.
Also uns nochmal die ganzen Typen anschauen. Aber wir haben schon mal das Ding. Das ist ja schon mal etwas. Und wir wissen ja auch, dass unten ein Schild war mit den, ja, wo das Blut drauf stand. Vielleicht liegt das da ja irgendwo rum und vielleicht hilft dieses Ding, was wir jetzt da bekommen haben. Mach nicht die Tür zu. So. Okay, ich habe jetzt keine Lust, hier nochmal rauszulaufen. Wir benutzen einfach nochmal den Wegpunkt. Ist ja jetzt auch egal. Und dann laufen wir wieder unten rein und dann schauen wir nochmal an dieser Tafel. Vielleicht hilft das ja. Da hat die diesen Zeremonienstreitkolben im Inventar und hat kein Wort gesagt. Und ich rede und rede und suche das Ding. Das ist ja wohl eine absolute Frechheit. So. Dann schauen wir mal, was wir hier finden. Hier war nämlich heiliges Blut von Lathander, steht hier auf diesem Schild drauf. Das heißt, hier muss doch vielleicht was sein, oder? The blood of Lathander spilled in holy battle with Samaster, immortalized here for all to worship. Aber habe ich das Dingen? Also ich bin der nächste Dämmermeister oder wie das heißt? Jetzt müsst ihr mir das nur noch geben. Frage ist, wo? Nicht hier. Könnte das vielleicht im Keller sein, dass wir jetzt hier oben alles haben und jetzt ist das Blut im Keller? Aber nicht, dass ich dann da wieder stehe und da ist nichts. Das wäre ja auch schon wieder maximal gemein von diesem Spiel. 1, 2. Wir gehen noch mal kurz hier hin und schauen mal, was hier noch passiert, ob hier was passiert. Und dann gehen wir aber wieder in den Keller. Vielleicht finden wir da unten was. Wir werden da ja eh noch sehr, sehr, sehr pünktlich sein. Krieger Rück, Rück. Aber hier waren wir handeln. Da wollen wir nicht mehr hin. Plünderin Anubarak aus WoW. Plünderer Shirak. An Istik allowed to soil our halls. Du glaubst gar nicht, was ich noch so alles darf. Hier ist ein verziertes Fass, das ich sogar looten darf. Warum? Warum durfte ich das jetzt looten? Manchmal ist dieses Spiel sehr komisch. Entdecke die Geheimnisse des Artefakts. The latest batch of cultists knew nothing of the astral prism. They were just trying to find Moonrise. They all head there. My Gish have drafted plans to assault the tower. They are ready to fight. Chitrai, we could sift the missing artifact from the tower's ashes if you would give us... Quiet. Find the astral prism, Therizin. My patience falters. Yes, Chitrai. You heard him. Go! Do as she says. She remains your Kithrak. For now. Das scheint die Anführerin zu sein. Dann lassen wir da mal kurz noch unsere Füße raus. Da reden wir erstmal mit ihr. Weil die kämpft damit schon. Ist ja egal. Wir gehen mal rein. Und gucken mal, wie es dann weitergeht. Ich wollte die Tür schließen, wenn alle drin sind. Ihr müsst ja nicht der arme Shadow, der arme Lesel die Tür vor den Kopf hauen, nur weil wir die nicht mögen. Die Fienki-Befehle, das darf ich alles looten. Lesen. Eine Steinscheibe mit eingeritzten Gefienki-Runen. Unter ihnen steht eine Übersetzung in die Gemeinsprache. Seid wachsam, Kultisten müssen bei Sichtkontakt ergriffen werden. Verhöre, schnell aber effektiv, suche nach dem Artefakt, gründlich, oberste Priorität. Da oben ist noch ein Beutel. Wer bist denn du? Du bist eine Jüngerin. I'm not here. Speak to the captain. Let's see how well she handles this. Ja, ich bin auch gespannt.
Da ist Duck. Die fressen gerade. Ach, hier sind die Kultisten, die reingebracht wurden. Na, die sind ja weit gekommen. Kithrak, irgendwas. An Istik in my crash. You are one of the mercenaries sent to bring the weapon. The Istik is with me, honored Kithrak. So noted. But my question goes unanswered. Do you bring the weapon? Und diesmal lassen wir. Diesmal lassen wir Lazel nicht antworten. Ich soll mich in der Krankenstation melden. Oder beim Inquisitor, beschreibt mir die Waffe, die ihr sucht. Ich soll mich in der Krankenstation melden. Wir sind mal ehrlich. Wo ist die denn, die Krankenstation? Our healer's office is past the dormitories. Go! Before I send you a. Ich habe das nicht weggedrückt, die ist einfach nur sehr ungeduldig, diese Frau. Okay, dann gehen wir erstmal wieder. Ich habe das Gefühl, wir sind zu früh hier. Wieso ist unsere Karte eigentlich rot? Jetzt nicht mehr. Wir waren anscheinend in einem bösen Zimmer. Gut, dann gehen wir da erstmal noch nicht hin. Wir können hier geradeaus gehen. Das sieht mir aus wie eine Kaserne. Hier wird trainiert offensichtlich. Guten Morgen. Wer wird denn hier zusammengetreten und vor allem warum? Dürfte ich das erfahren? Shocky, why do you keep hesitating? My instructions were clear. Because they don't make sense. Killing each other like this is stupid. Orpheus. Silence. Oh. It seems your childish prattling is attracting an audience. You fight again. This time, daggers only. And to the death, as instructed. Who wants to challenge this sniveling Istark? Beobachten, was passiert. Den eigenen Soldaten töten ist eine seltsame Strategie. Lasst diesen Jungen in Ruhe. Wir versuchen es mal. Der kann ja eigentlich nichts dafür. I suppose your inane spewings have distracted enough from my lesson. Go wet the swords. I want them sharp enough to peel a Gake's eyeball just by looking at them. I hope you prove as weak as this should we meet on the battlefield, Istik. Bestimmt nicht. Also stärker als der bin ich allemal. Wo ist denn jetzt der Typ, dem wir gerade geholfen haben? Bist du das gewesen? I love fighting with daggers. It's so personal. You're close enough to see the light go out behind their eyes. Denk da dran, wenn ich mit dir fertig bin. Wer bist du da oben? Jünger Vralsziv? Die haben alle komische Namen. Unless you want to be set up as target practice, I suggest you leave, Istik. Vor allem sind die alle nett. Die sind alle richtig, richtig höflich. Die haben eine super Erziehung genossen. Hier sind die Kinder von den Gefjenki. Gake have six major arteries. No, wait, seven. Stop distracting me. I have to learn this or the Savash will get angry. Again. Gut, hoffentlich wirst du da ein bisschen verprügelt. Er ist der, der die Schwerter schärfen soll. Mit dem können wir reden. That was amazing. I've never seen someone talk the Savash down from a rage like that. He's always telling us how we have to be ruthless, that death is the only mercy we deliver. But you showed compassion and kindness. You're just like. Never mind. Können wir den mitnehmen und Lazel hier lassen? Genau wie wer? Wenn es hier eine verwandte Seele gibt, möchte ich sie gerne treffen. Wir können das ja mal versuchen. Na 14. Heute läuft's wieder mit den Würfeln. I speak of Orpheus, the true prince. He's so strong and wise, and he rides a comet. A comet.
We're forbidden to talk about him. They say Vlakith knows if you even think his name. I found his book. Part of it, anyway. I read it all the time. He's unbelievable. Wo hast du das Buch denn her? A group of warriors came. Outsiders. On a mission for Vlakith herself. Savage Kethk made us clean their armor. And I found it. Inside one of the breastplates. Wish I knew who it belonged to. I have so many questions. Hopefully, one day I'll find them. Kann ich das Buch vielleicht haben? You want... But I... Herr damit. Du bringst dich in Gefahr, wenn du es bei dir hast. Wir können es ja mit dem Überzeugen versuchen. Vielleicht sieht er das dann ja sogar ein. Fine. Take it. Dankeschön. We can't read it. It's just a story. It's not even true. I'll do my best to forget what it said. Thank you for taking it. Gerne und vor allem pass auf dich auf. Und lass dich nicht töten. Orpheus, Prinz des Kometen, Teil 2. Die Opfer. Der Prinz des Kometen Orpheus persönlich führte seine Ehrengarde in die Schlacht. Die roten Drachen brüllten ihren gerechten Zorn heraus, die Himmel erbebten. Der glorreiche Prinz rief allen zu, die ihn hören konnten: Gelobt sei meine Mutter Gif, die Königin des Eulenhimmels, von der abtrünnigen Vlakif den Höllen geopfert. Doch der wahre Erbe, der Prinz des Kometen, konnte Vlakifs Ritter und ihre üble Würme nicht bezwingen. Der mächtige Voss Jestil Kisrak setzte den Sternenhimmel in Brand. Als die Asche sich gelegt hatte, war der geliebte Orpheus fort. Deckt die Geschichte von Prinz Orpheus auf, haben wir wieder ein Tagebuch, eine Aktualisierung bekommen. Wir haben ein verbotenes Buch über einen gewissen Prinz Orpheus gelesen. Er hat offenbar Königin Vlakif herausgefordert und ist der Sohn der Gif, der die Gifjenki von den Gedankenschindern befreit hat. Die Anführerin sucht nach dem Artefakt, das wir bei uns haben. Wir sollten mit ihr sprechen, mal sehen, was wir erfahren. Sobald wir in der Krankenstation waren, tun wir das. Erstmal machen wir die Tür zu. Ist das Vlakif? Kleines Porträt von Vlakif tatsächlich. Können wir uns das mal anschauen? This imposing portrait depicts a powerful Githyanki warrior, undeniably regal in her mien. Ist ja nicht gerade anziehend, oder? She is both the sun that blinds us and the void that contains us. Praise be. In the corner of the painting is a small symbol you can't quite place. Das Symbol genauer betrachten. Können wir herausfinden, was das ist. Rein theoretisch sollte das Shadow Heart machen. Vielleicht kann sie das auch gleich nochmal probieren, wenn wir es nicht schaffen. Okay, hab nichts gesagt. Wir würfeln immer noch wie junge Götter. You recall stories of a prince riding a comet just like this one. With sudden clarity, you realize it's the symbol of Orpheus, a forgotten hero from the tales of your youth. Ach, hier der Komet ist gemeint. Sign of Orpheus. Blasphemy. Would I could quarter the Vandal myself. So, dann können wir noch mit Geschicklichkeit ein neues Gesicht auf das Porträt malen. Und ich wäre ja irgendwie doof, wenn ich das nicht machen würde. Diese Chance will ergriffen werden. Also tun wir das auch. Jawohl. Natürlich, bei so einem Blödsinn wollen wir immer gut. Weiter. Auch mit diesem schönen Grinsen auf dem Gesicht, während er das macht. Ja, ich würde es nicht anders tun, herrlich. Das sieht wirklich sehr gut aus.
She certainly looks a little less regal now. A wretched display. I thought you better than such juvenile antics. Nein, nicht im geringsten. Das musste sein. Und ich hoffe, die kriegen hier auch alle schön Panik, wenn die das sehen. Hier ist eine Bullywug-Trompete. Das war viel Spaß. Was bringt das, dass wir das gemacht haben? Haben wir da was von? Können wir den ablenken? Finde ich gut. Da hat dann euer Bild angemalt. Ist das eine Art Brutstätte? Mit Fallen. Okidoki. Istica permitted to view the birthing pools now. These are strange times. Step carefully while here. Our hatchery is protected by lethal safeguards. I do not wish to pick your remains from them. Lass das mal mein Problem sein. Warum sind hier so wenig Eier? Ich dachte, hier gibt's mehr. Most are hatched. Only one remains. Monitored by Varsh Koku, the caretaker of our young. You may speak to the Varsh if you wish, but stay away from the egg. There will be no second warning. Ich rede sehr gerne mal mit dem. Was ist der da hinten? Ja. Kann ich über die Steine hüpfen? Wir lassen die anderen da stehen, dann passiert nichts. Dann springen wir einfach mal auf den Stein. Dann auf den Stein. Und dann hier hoch. Und hier sollten ja eigentlich keine Fallen oben sein, oder? Ja. Hallo, Varsh Glea. My position has not changed. The egg requires more time. Furthermore, I was not expecting an Istik. What brings you to my hatchery? Ich habe gehört, dass ihr noch auf ein letztes Ei wartet. Caretakers would not give the child its fair chance, but I shall. There could be greatness in that shell. You note that the hope in his voice is tinged with weariness. It's the voice of a man who's fought the inevitable for a long time. Warum hängt ihr so sehr an einem nutzlosen Ei? Einmal horchen. Wir horchen nicht. Ich glaube, ich würde hier gerne noch mal einen Inspirationswurf versuchen. Ja, besser. Late are weak. I created this entire hatchery, despite being the last of my clutch to hatch. They almost drowned me in the hatching pool. If it wasn't for the Varsh of my clutch. This one deserves the same chance. Das stimmt, hat er recht. Was passiert denn, wenn das Kind nicht schlüpft? Therizin will give orders to destroy it. She will say it's a weakling. I'll give it a while longer. And if it doesn't hatch, it will have proven her right. Warum sein Leben riskieren? Gebt mir das Ei. Ich kümmere mich darum. Können wir versuchen? Klar, warum nicht? 18. Wir haben keinen Inspirationswurf. Das muss klappen. Schade. Schade, schade. No. The child will be safer with me. I know what it needs. This is my duty. I will protect it. Okay. Schade. Hätte ja klappen können, hat nicht geklappt. Machen wir nichts. Wir haben alles versucht, dieses Ei zu kriegen. Wir haben es nicht bekommen. Mal gucken, ob wir es dann später irgendwann kriegen. Aua. So, meine Freunde, dann kommt mal wieder mit. Wir können die Kleiderschränke einmal looten.
Und dann stehen wir auch gleich schon, würde ich sagen, vor der Krankenstation. In die Krankenstation gehen wir leider erst in der nächsten Folge, weil ich muss ein kurzes Päuschen machen. Deshalb hier einmal ein Cut und da werde ich dann auch direkt einen richtigen Cut setzen, dass wir dann in die nächste Folge gehen mit der Krankenstation. Tut mir leid, dass die Folge ein bisschen kürzer ausgefallen ist. 40 Minuten, was soll's. Muss auch mal sein. Ich bedanke mich vielmals fürs Zuschauen und sage bis zum nächsten Mal. Macht's gut, tschüssi.